Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken, willkommen zu einem neuen Part der Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part wurden wir genauso hart drangenommen wie im vorletzten. Also keine Ahnung, was das hier ist, ob wir irgendwie komplett verarscht werden, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich eigentlich keinen Bock habe auf dieses Spiel mehr. Und ich werde den Part auch instant beenden, wenn irgendwas Asoziales, Unnatürliches, komplett random passiert, dann werfe ich den Controller gegen die Wand. Na gut, nein, das mache ich nicht, weil dann kriege ich mehr Stress von meinen Eltern, als ich um meinen Controller trauern würde. Okay. Wenigstens Zaubermuschel auf Anhieb gefunden. Also ich hoffe wirklich, dass wir dieses Mal weniger zerstört werden. Dass meine Rubine trotzdem noch für das reichen, was ich in dem Part vorhab. Wenn nicht, dann bin ich echt sauer. Ah, okay, jetzt check ich's. Ja. Wir gehen jetzt zur nächsten Statue. Wo lag die nochmal? Die liegt da. Dann machen wir das von Zoodorf aus. Dort sollte ja auch jetzt Oma Jaja chillen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil die war ja nicht dort in Möwendorf am Fegen. Die sollte jetzt irgendwo in Zoodorf sein. Mich wundert es aber, dass in Möwendorf so wenig zum Holen war, nachdem wir den Dungeon erledigt hatten. Ach, und ich habe mich doch geirrt. Mayaya ist gar nicht hier. Okay, dann ist die vielleicht tot. Keine Ahnung, vielleicht hat sie zu oft Krankiminate gespielt und ist dann umgekippt vor Aufregung. Keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass wir die Schuppe hier einsetzen müssen. Und somit schalten wir einen geheimen Gang frei, der uns in einen Raum voller unsichtbaren Gegner führt. Und hier haben wir. Du hast die magische Lupe erhalten. Jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Und jetzt können wir auch sehen, wer uns verprügelt hat. Bro, warte. Das will ich jetzt mal herausfinden, wie viele von denen. Ist das witzig. So. Komm her. Wirbelattacke von hinten und weg. Das ist jetzt sozusagen wie die Lupe der Wahrheit. Nein, das Auge der Wahrheit war es ja, glaube ich. Aus Ocarina of Time. Das zeigt uns jetzt einfach nur Sachen an, die wir davor nicht sehen konnten. Weil wir einerseits dumm sind. Nein. Weil sie, keine Ahnung, durch einen magischen Zauber geschützt waren. Sehr wahrscheinlich. Und ja. Marin ist gar nicht mehr da. Merke ich gerade. Ah, Oma Jaja ist doch hier. Also hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung. In Erinnerung. So, jetzt können wir auch den Sora sehen. Hey, so siehst du mich etwa? Du musst eine Lupe haben. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur meine Ruhe haben. Sehr random, dass wir hier eine Zaubermuschel kriegen. Die nehme ich dankend an. Versprochen ist versprochen, klar. Hey, du solltest zur Höhle am Turanga-Strand gehen. Die hilft dir dann, dort noch jemanden zu finden. Ja, ich weiß schon, wen du meinst. Zu dem Typen wollte ich eigentlich auch hin. Weil ich will jetzt endlich das Item, was er im Angebot hat.
So, wir porten uns von hier jetzt nochmal weg. Also so viel sollten wir eigentlich tatsächlich nicht freischalten mit der Lupe. Zumindest meinen Informationen nach. Es gibt halt nur hier und da so ein paar Sachen wie unsichtbare Gegner, die wir jetzt sehen können. Und eins, zwei Charakter und das war's. Also so viel ist da gar nicht. So krass ist das gar nicht. So, die Höhle ist gemeint. Ich habe mich daran erinnert, weil genau das Wasser und die Stimme. Guria heißt der Typ. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf X oder Y gelegen hast. Drücke zum Tauschen X oder Y, wenn du mir nicht tauschen möchtest, drücke B. Hast du nichts anderes für mich? Ich glaube, der Typ will eine Schaufel. Gut, gebongt. Du kannst jetzt jederzeit wiederkommen, wenn du dein Item zurückhaben willst. Naja, wir haben eine Schaufel gegen den Bumerang getauscht. Ein sehr geiles Item. Was uns sehr helfen wird. Und jetzt ist die Frage für 300 Rubine. Okay, das war doch knapp. Der Typ hat ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Hut ab. Jetzt versteht ihr auch meine Besorgnis im letzten Part. Ups. Weil ich war mir leider nicht mehr sicher, was der Typ von uns wollte. Und ich hoffe, jetzt sollten wir... Wir sollten jetzt so an einiges rankommen. Auch mit dem Enterhaken. Bumerang ist primär ein Angriffs-Item. Besser gesagt ein Stun-Item. Also das sollte eigentlich nicht allzu viel bei den Rätseln helfen. Weil es ist ja nur ein optionales Item und das darf dann halt auch nicht in Dungeon-Rätsel reinpacken. Also könntest du schon. Wäre halt einfach nur sehr asozial und dann wäre es halt auch kein optionales Item mehr. Ja, das war hier. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, das Ganze zu entfernen. Tatsächlich nicht. Da gibt es doch noch etwas. Und was ich euch jetzt auch noch zeigen wollte, wir können jetzt diese Elektrokugeln erledigen. Okay, und wir haben das hier schon abgeholt. Was ich mich aber auch gefragt habe, ob man mit der Linse jetzt Sachen nicht mehr sieht, die man vorhin gesehen hat. Weil sowas hat meistens seinen Preis. In Ocarina of Time war es ja Mana. Naja. Du bist jetzt eigentlich auch unwichtig. Das hier haben wir auch schon erledigt. Hier oben gibt es halt noch sehr viel. Vor allem zwei Teleporter sollte es geben. Wir gehen jetzt auch mal zum Ei des Windfischers. Weil es einfach Zeit ist, wie ich finde. Das auf der Karte jetzt auch aufzudecken. Und wenn wir schon dort oben sind, können wir dann das ganze Taltalgebirge, heißt es glaube ich, abchecken. Nach magischen Muscheln, Herzteilen und Rubinen. Und ja, die coole Musik dort oben auch noch genießen, genau. Ganz wichtig. Der Uhu kommt zu uns. Uhu, der Windfisch ruft sanft in seinem Ei auf den Berg. Beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirene wird er jedoch aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so. Uhu. Okay. Tamaranchberg. Wir sprinten jetzt mal hoch. Und sind beim Windfischei. Was jetzt auch auf der Karte zu sehen ist.
Okay, das war ein sehr weiter Sprung. Hilfe. Gab es hier oben was? Okay, das haben wir sehr wahrscheinlich schon. Da hört ihr es? Das meinte ich mit geiler Musik. Ich feiere diesen Track so sehr. Jetzt können wir hier durch Enterhaken ausrüsten. Ist by the way nicht mein Lieblings-Item, aber momentan das Item, was am neuesten ist und uns damit auch neue Möglichkeiten öffnet. Jetzt würde ich mal gern sehen, wie wir zum Herzteil kommen. Wie kommt man zum Herzteil? Durch einen Weg von links. Sehr wahrscheinlich dadurch. Die Truhe können wir uns jetzt auch holen. Apropos, ich glaube, wir können uns auch ja, an die Steine heften. Sehr geil, sehr geil. Hier haben wir 50 Rubine. Rubine brauchen wir jetzt allgemein. Also sage ich nicht nein. Hier waren wir ja vorhin noch überall. Hier aber nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, weil wir das nötige Item dazu noch nicht hatten. Und hier drüben haben wir tatsächlich eine geschenkte Zaubermuschel. Nice. Und ich glaube, es gibt gar nicht 80 Zaubermuscheln. Das habe ich mit irgendwas anderem verwechselt. Es gibt 50. 80 werden ja auch zu krass. Den hat's weggebombt. Also der hatte echt ein ganz mieses Timing erwischt. Okay, hier geht's hoch. Was gibt's hier? Einen weiteren Ausgang. Wohin führt uns das? Ist hier eine Zaubermuschel? Oder ist sie dort oben? Das ist jetzt blöd. Oder ist sie doch dort unten? Lasst es uns herausfinden. Okay, dort unten ist sie nicht. Nicht vergessen. Okay, hier kommen wir sowieso, glaube ich, nicht weiter. Nicht vergessen, hier drüben gab es noch die Treppe, wollte ich vorhin sagen. Also wenn das der Ort ist, von dem ich denke, dass das der Ort ist, dann geht es dort nicht mehr weiter. Das ist dieses Rätsel. Das sollte man von unten lösen. Das ist die Lösung. Hier drüben haben wir noch die Zaubermuschel, die nehme ich mit. Und dann geht's weiter nach rechts. Weil ich bin mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher, ob es dort weiter ging oder nicht. Ich glaube, da ging es nicht weiter. So. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ja, okay, ich habe das schon falsch verschoben gehabt. Ups. Warte, wir müssen dich hier rüberschieben, glaube ich. Das ist so richtig, ja.
Okay. Den hier noch freischieben. Das sollte eine sehr gute Belohnung sein für unseren momentanigen Stand. Nämlich 100 Rubine. Ja. Richtig im Kopf gehabt. Gut. 222 Rubine. Sehr geil. Was gab es jetzt noch auf der Seite? Hier gab es, glaube ich, nicht allzu viel, sondern nur Dungeon-Gelabere. Das sollte halt nicht der Dungeon sein, der als... Warte. Okay, nein. Das ist nicht der Ort, den wir als nächstes anvisieren sollten. Okay, weil ich war gerade so ein klein wenig verwirrt. Ja, okay, wir sind auf jeden Fall zu früh hier. Früher oder später wird es hier eine Blockade geben. Boah, wie geil wäre das, wenn wir jetzt noch eine rote Aura gekriegt hätten. Weil dann wäre es Super Saiyan Blue plus Kaioken. So, in irgendeinem Höhlengang ging es da hoch. Das wäre jetzt interessant. Diesen Platz zu finden. Ja, hier. So. Ah, das sah nur sass aus. Dann passt's. Hier drüben. Wie sieht's hier aus? Sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Zu verwirrend. Nein, jetzt wirklich, was soll das? Ey, dieser Sound. Okay, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Schade. Ja, okay. Damit wir die Höhle dann nicht zu lang suchen, markiere ich mir das mal mit... Was ist das überhaupt? Klebblatt? Kleeblatt? Sorry. Ey, ich habe ein allgemeines Problem mit dem Wort Kleeblatt. Weil ich sage immer Klebblatt, obwohl es eigentlich Kleeblatt heißt. Also nicht wundern, falls ich das irgendwann mal wieder falsch aussprechen sollte. Ist nur eine Sache, die ich schon als kleiner Recke gesagt habe. Sorry, das musste ich jetzt bringen. So, fahr zur Hölle. Und wir gönnen uns die Zaubermuschel und der Stein ist sehr weit gefallen. Moment, war das? Nein, das war nicht die Stelle, schade. Es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo das Windfischei so ein klein wenig Probleme mit seinem Schatten hat. Halt wortwörtlich Probleme mit seinem Schatten. Boah, das ist gut, dass wir noch eine Bombe übrig hatten. Was ein nicer Zufall. Wobei, ich meine, das war alles geplant. Ich bin extra mit einem 3-Bomben-Vorrat hier hochgekommen, um das Ganze perfekt zu machen.
Okay. Ich habe jetzt komplett vergessen, dass dieser Gang existiert. Den gibt es tatsächlich. Okay, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Da geht's, glaube ich, sogar zu dem Herzteil, oder? Kann sehr gut sein. Ärgerlich. Komisch, dass die Monster aber keine Bomben droppen können. Oh. Schaffen wir so eine Damage? Nein. Schade. Ah, da habt ihr es gesehen. Warte. Da seht ihr's. Das habe ich gemeint. Was haben wir hier? Ah, 50 Rubine. Geschenkte 50 Rubine. Die hättest du auch so auf den Weg hinlegen können. Da drüben haben wir einen Teleporter. Da kommen wir aber ohne weiteres nicht hin. Ja, und ohne Bomben ist man hier aufgeschmissen. Warte, wo war das? Das war hier oben. Kugel heißt Bombe. Bombe. Und hier drüben haben wir noch das eine Herzteil. Stimmt. Wie viele Zaubermuscheln haben wir? Genau 30. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch für, also perfekt zum Ende des Parts zum Muschelbazar und zeigen unsere weiteren 15 Zaubermuscheln, die wir gesammelt haben. Weil das letzte Mal, ja, das nehmen wir noch vom letzten Mal mit den 15. War das genau? Okay, krass. Ich dachte, der will zuerst 25 sehen. Nein, der will wirklich 30 sehen. Und das ist... Ne. Das hat sich ja aber mal anders gelohnt. Apropos, mir ist das noch nie aufgefallen. Guckt mal auf den Boden. Dieser Wind. Geil. Geile Details. So, und ich würde sagen, genug von Link's Awakening für heute. Zum Glück wurden wir nicht so hart zerstört wie beim letzten Mal. Trotzdem war das nicht die beste Session, Aufnahmesession von Link's Awakening. Allein schon wegen den Bomben. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Nun ja. Lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr ein klein wenig Mitleid habt. Nein. Auf jeden Fall lasst ein Like da und ein Abo, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.